historische Karneval in Venedig ist mit seinen Masken der bekannteste neben denen von Florenz und Rom. Der Karneval wurde im Jahre 1094 das erste Mal erwähnt. 920 Jahre später ist es ein Anziehungspunkt für Menschen aus aller Welt und auch aus dem Innviertel. Ich bin jetzt 67 Jahre, ich war noch nie in Venedig. Ich habe gesagt, einmal möchte ich mir das nur anschauen. In der heutigen Zeit wird der Karneval offiziell 10 Tage vor Aschermittwoch eröffnet und viele reisen schon am Samstag an. Denn auch da gibt es bereits buntes Treiben rund um den Markusplatz. Gestern war es eigentlich nicht so schön, es hat geregnet, aber trotzdem, man kann es genießen. Der spektakuläre Volo dell'Angelo ist jedes Jahr einer der Höhepunkte des Karnevals in der Lagunenstadt. Wir waren jetzt gerade am Markusplatz, haben Sie angeschaut, wie der Engel fliegt. Circa 82.000 Zuseher stehen am Markusplatz, als eine 22-jährige Studentin in einem blumengeschmückten Kostüm vom 97 Meter hohen Campanile auf den Markusplatz herabgleitet. Ihr Outfit war als Hymne an die Natur und als Vorgeschmack auf den Frühling entworfen worden. Von da ab kann man die schönen Masken und aufwendigen Kostüme bewundern. Mitten unter den Besuchern auch unsere Gruppe aus dem Innviertel in Salzburg, die dieses eindrucksvolle Spektakel auf sich wirken lassen. Die Eindrücke sind sehr gut. Wir haben heute ein super Wetter von 14 bis 16 Grad. Was möchte man mehr? Es ist zwar eine Drängerei gewesen, aber sonst super. Mich hat der Engelsflug fasziniert. Ansonsten, die Kostüme sind sehr schön. Die Leute geben sich alle sehr viel Mühe. Bunt, auch die Männer machen mit, was ja nicht immer so ist, dass sie sich wirklich so außerbrezeln und zusammenrichten. Ja, und natürlich die Menschenmassen, die sind nicht zu unterschätzen. Die Menschenmassen drängen sich um die Maskierten und viele wollen ein Foto von sich und natürlich von den Masken machen. Das Gedränge verhindert aber oft, dass die Kostüme im Ganzen bewundert werden können. Bewegt man sich abseits des Trubels, kann man sich schon etwas freier bewegen und die Kostümierten stellen sich gerne zur Schau. Auch der Blick auf die Schönheiten der Stadt kann besser genossen werden. Eine unheimlich schöne Stadt, teuer. Man kann super einkaufen gehen und es gibt einen klassen Kaffee. Der Karneval, der in diesem Jahr unter dem Motto Die fantastische Natur steht, endet am 4. März. Und ja, jetzt warten wir aufs Boot, jetzt fahren wir wieder zurück. Schaut, dass der Tag dann so schnell vorbeigeht.